Bitte kommen. Okay. In Ordnung. Artyom. Und Sie, Karn, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Karn, das ist absoluter Wahnsinn. Genau. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Genau, Oberst. Geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Einen besten. Anna! Scharfschütze? Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Was klingt jetzt falsch? Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Ja? Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Nein. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir. Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Was soll denn Artyom, das? Ja? Wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job ist es, ihn abzufangen, hey, bevor er den gestohlenen Behälter abliefern kann. Oh, guck mal hier. Jawohl. Wenn Lesnitsky... Ich muss tun, was Hunter von mir verlangt hat, was Miller mir befohlen hat und was Anna von mir erwartet. Ich muss ihnen allen beweisen, dass ich es verdiene, einer von ihnen zu sein. Ein Ordenskämpfer zu sein, mein Leben dem Schutz der Menschheit zu widmen, dem Schutz der Metro. Dieser Auftrag ist für mich wie maßgeschneidert. Ich bin der Einzige, der dem Einfluss der Schwarzen nicht unterliegt. Vielleicht wurde ich geboren, um die Menschheit ein für alle Mal von ihnen zu befreien. Und jetzt stehe ich kurz davor, diese Aufgabe zu erfüllen. Warum fühle ich mich dann so unwohl? Mit dem Behälter entkommt, besteht ein Risiko für die gesamte Metro. Wenn Sie ihn also nicht lebendig fassen können, dann bringen Sie mir verdammt nochmal seinen Kopf. Jawohl. Wegtreten. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Doch. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Missverstanden. Nein, sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Nö. Ich kann nicht mal rennen. Toll, geht auch nur vorne die Tür auf. Gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden.
Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Jeden Fußnagel einzeln? Oder selbst die Fußnägel, die schon hochgerollt sind? Also ich trinke ja immer nach Cowboy-Art, ne? Wenn das Hufeisen nicht versinkt, wenn man es reinwirft in den Kaffee, dann ist er richtig. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Ja. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Welchen Kontext? Welchen dann? In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Was denn jetzt? Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter rangehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Bist du bereit? Dann los. Passt auf, die Türen schließen sich. Viel Glück. Das ist eine Ratte unter uns. Ja, das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater? Ich kann nicht rennen. Warum rennt ihr denn nicht? Es rennt kaputt. Bahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Kannst du mich mal meinen Namen nennen? Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Ach, du gibst Deckung beim Durchgehen. Das hast du gut gemacht. Tot. Alles klar. Los geht's. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Ach, ich schieße ja gerade mit der Schrotflinte. So. Alter, das sieht man ja gar nicht. Was für ein Monster. Scheiße, das Ding ist schnell. Das ist traurig. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas erzählt. Aber das ist wirklich traurig hier. Hältst du mal die Klappe? Das ist hier traurig. Auch das hier ist traurig. Oberfläche, setz deine Maske auf. Aber vielleicht sind die Schwarzen gar nicht der Grund für das alles. Wir leben in schwierigen Zeiten. Der ganze Orden summt wie ein Bienenstock. Ursprünglich gegründet, um die Metro vor Gefahren zu beschützen, hat er unbeaufsichtigt selbst eine neue Gefahr geschaffen. Als wir die Tunnels der geheimen Militäreinrichtung, die sechs betraten und das riesige verschlossene Vorratslager fanden, dachten wir, das sei die Rettung der Menschheit. Mit den Unmengen Nahrung und Medikamenten dort, mit dem funktionierenden Reaktor, hätten wir alle definitiv überleben können und den Tag erleben können, an dem an der Oberfläche die Strahlung nachlässt und wir nach oben gehen können, um die Erde wieder zu unserer Heimat zu machen. Komm schon, setz die Maske auf. Ich will deine Leiche nicht zur Basis zurückschleifen. Die ist ja schlimm. Hunter hat mich gelehrt, unsere Leute nicht ungeschützt zu lassen. Huch. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen.
Das ist ja gar nicht zu sehen. Vielleicht hätte ich einfach vorgehen sollen, dann gäbe es diese Diskussion nicht. Hilf mir hier mal! Vielleicht hätte ich einfach vorgehen sollen. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Okay. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Hier hat den Funkkontakt. Ach so? Ja, ich muss doch aber gucken, wo ich hinkletter. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Assassin's Creed Metro oder was? Sag jetzt schon. Echt jetzt? Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Aber welcher? Der da? Gut, nach links. Das wird ein Windtransformator. Scheiße.
Ich, das ist ein Kind. Hi. Alles gut. Alles gut. Ich tue dir nicht weh. Alter, sind es viele. Oh nee. Nicht die Fregatte. Noch warm. Guten Morgen. Kein Kaninchen, ohne einen Treffer zu haben, okay. Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Ja, wieder nach Reich. Sturmanführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Ah! Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Ach du Scheiße. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Das ist, glaube ich, alles im Geist gerade, oder? Die ist nicht da. Ich zähle bis drei. Hat uns liegen lassen. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Lang lebe Genosse Mosquin! Was? Genosse Mosquitsch? Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bring den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Flieg, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Ich rede nicht. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behaltet's. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halte mir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Dann gib mir die Knarre.
Gut. Aber der Einwand war berechtigt. Die Scharfschütze sind nicht da. Kann es sein, dass das alles noch im Kopf ist, was hier gerade läuft? Was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Okay, ich bleib hier. Komm. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine... Ich muss kurz was einstellen. Okay, geht. Mir nach! Mal so, wozu? Psst. Ich bin doch wir hier! Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist! Lass uns aufbrechen! Gute Güte! Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen. Mein Gott! Auf der anderen Seite ist ein Tunnel! Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen die hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Oh, nicht wieder dieser Bug. Och nee. Das ist dieselbe Engine. Bitte. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden. Stillhalten! Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Herr Offizier. Bewegung! Danke. Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutanten zu gut. Die haben nichts Besseres verdient als Gefängnis. Mir nach! Außerdem sieht das auch noch gut aus. Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu. Der Anführer ist hey, Kumpel, das ist kein Ort. Aber ein gehängter Mann entleert seine Einheit. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los, aber nicht zu früh anfangen, ja? Los! Runter, dann fällst du nicht so auf. Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Du hast Glück. Ich dachte schon, er würde quietschen. Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst ihn. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Da
damit erreichst du nichts, außer dass wir alle gezählt werden. Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Okay, schraub die Glühbirne raus. Hä? Gefühle habe ich nicht in den Händen. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns. Hey, Spartaner. Hals und Bein hoch. Für dich etwas übrig. Als ob überhaupt keiner das hört. Na, Data. Hey, Mann. Öffne die Schlösser. Da ist ein Schaltbrett. Oben im Wachraum. Im Wachraum. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt, ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, oder dafür. Der tote Botanische Garten war immer ein tödlicher verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Moment. Da war der Frosch. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartung dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volkspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchten sie in den schwelenden Überresten des Gartens? Und warum hatte Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter würde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn auch sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Mark zu hassen, da ich nicht wie Hunter bin, aber ich mache mir Sorgen um sie. Nee, brauchst du nicht. Was war das? Uns ging es schlecht. Sieh nicht so aus. Stil, die bringen uns um, wenn sie dich hören. Scheiße, warum tut das nur so weh? Du bist gut, aber sei vorsichtig. Wenn sie dich bemerken, bringen sie uns alle um. Oh, der ist umgefallen. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Echter Herr. Danke. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn auf. Na los, drück ihn. Verstecken! Verstecken! Schön besser. Was ist das für ein Virus? In die Luftschleuse! Sofort! Lass uns raus! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett! Damit kann man alle Zellen öffnen! Ich halte es hier nicht mehr aus! Schließen! Schließen! Mach sie zu!